Absolut ruhig. Kein Lärm, kein Verkehr, nur wenige Gäste und ansonsten tropische Vegetation, einsame Waldpfade und unberührte Strände. Das Surf Island Marine Park Resort wurde im Sommer 2003 eröffnet und wird selten von mehr als 20 bis 25 Gästen gleichzeitig besucht. 12 luxuriös eingerichtete Bungalows liegen fast versteckt im dichten Grün. Die hohen, gut durchlüfteten Räume. Einige der Bungalows verfügen über einen weiteren Wohnraum, der zu einem Schlafzimmer für Kinder umfunktioniert werden kann. Der Gast kann zwischen drei verschiedenen Haustypen, Hillside und Hideaway. In der Hideaway Lodge gibt es sogar den Luxus eines Open-Air-Badezimmers, bei tropischem Klima nicht nur gesprochen angenehm. Alle Bungalows verfügen über sehr große Holzterrassen mit Meerblick. Die Hideaway Lodge zusätzlich über einen Garten. Das ist ein Red Snapper, etwa 7 Kilo schwer. Und das sind Snapper-Filetstückchen, ein köstliches Abendessen für seine Gäste zaubern wird. Jeden Morgen fährt Char mit dem Boot rüber nach Mahé, um auf dem Großmarkt Fisch, Fleisch, Kräuter oder Gewürze für seine Küche zu kaufen. Meine Art zu kochen unterscheidet sich ein wenig von anderen, weil wir versuchen, so viel wie möglich von unseren lokalen Produkten der Seychellen zu nutzen. Das sind in erster Linie Fisch, natürlich auch Kräuter. Das Ganze mixen wir dann Ost-West und machen daraus unsere Gerichte. Hoch über dem Marine Park können die Gäste dann ausprobieren, ob der Herr der Küche zu viel versprochen hat. Wer es ganz exklusiv mag, kann sich sein privates Dinner auch am Strand servieren lassen. Nach dem Essen steht zur Entspannung ein kleines Spa mit Jacuzzi oder Massage anwenden. Wer es aktiver mag, der hoteleigene Pool liegt direkt über dem Privatstrand. Ein paar Bootsminuten entfernt